ist endlich soweit. Nach dieser langen Winterpause, die wir in unseren Naturparkhäusern einzuhalten hatten, konnten wir am 5. Mai wieder die Tore der Naturparkhäuser im Land öffnen. Wir freuen uns sehr darüber. Wir haben die Wintermonate genutzt, um für unsere Besucherinnen und Besucher ein tolles Programm für den Sommer vorzubereiten, sowohl für die einheimische Bevölkerung wie auch für die Feriengäste. In allen Naturparkhäusern gibt es neben der Dauerausstellung auch Sonderausstellungen, die reichen von Biodiversität über den Steinadler bis hin auch zu Fotoausstellungen, die wir zeigen werden. Und dann haben wir ein sehr reichhaltiges Programm auch hergerichtet, das outdoor stattfindet, wo wir dann natürlich auch viel weniger Schwierigkeiten haben, die Corona-Regeln einzuhalten, an die auch wir uns halten müssen.